Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. Ja, ich musste speichern, weil ich musste die Aufnahme kurz unterbrechen. Aber wir sind immer noch in der Hauptmission von Demeter. Und wir wurden in der letzten Folge am Ende von den sogenannten Quen angegriffen. Die scheinen Demeter zu bewachen, beziehungsweise den Eingang zu Demeter zu bewachen. Und das müssen wir uns jetzt nochmal anschauen. Ich hoffe ja, dass wir gegen diese Bogenschützen nicht nochmal antreten müssen. Schauen wir einfach mal. Da vorne ist das schöne, gute Stück. Hier liegen die ganzen Tenakt-Krieger, alle schwer verwundet. In eine Falle gelaufen. In einen Hinterhalt der Quen. Und da gehen wir jetzt hin. Unbekannt. Da ist der Eingang. Gib dich zu Demeters Koordinaten. So. Schauen wir erst mal, was wir hier weggeholt haben. Sehr nice, okay. Gut, dass wir hier hoch sind, nicht unten in die Tür rein. Da haben wir unbekannter Unterschlupf, also jede Menge hier. Haben wir hier noch irgendwas? Schauen wir hier oben nochmal. Sieht auf jeden Fall aus wie eine alte Ruine. Die Fässer hat man in Brand gesteckt, dadurch konnte man die Quen eigentlich schön erledigen. Vorratslager. Alte Vorratskiste. Ja, alter Vorratstresor. Alte Vorratskiste. Das hier müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. So, na gut. Upp, können wir die Leiter? Die Leiter ist unten. Okay. Haben auch den Tresor. Demeters Koordinaten befinden sich 140 Meter hier dahinter. Also gehen wir nochmal hier hoch. Ich habe da nämlich ein Seil gesehen. Hier. Erst schauen. Nicht, dass wir hier irgendwo reinrushen. Okay. Was soll der Geiz? Das Treibhaus. Okay, Aloy hat den Bogen gezückt. Das sieht aus wie ein altes Büro. Das Treibhaus. Gut. Erstmal looten. Erstmal alles mitnehmen, was hier rumkreucht und fleucht. So. Ein bisschen fasziniert von dem Ganzen. Ist wieder wunderbar dargestellt, wunderbar aufgebaut. Hier hoch würde ich gern. Geht irgendwie eine Treppe lang. Das Treibhaus. Die Branchenführer der Biotech-Forschungsanlage von Feral Automated Solutions. Agritech. Umweltsanierung. Biomüllentsorgung. Was auch immer Ihr Unternehmen benötigt, im Treibhaus helfen wir Ihnen bei der Problemlösung. Ganz natürlich. Noch eine Pharaoh-Forschungsanlage. Eine Pharaoh-Forschungsanlage. Ja, heißt aber nichts Gutes, ne? Okay, hier haben wir irgendwas gefunden. Genau hier. Datenpunkt. Eine Metallblume. Demeter sollte gleich hinter dieser Tür sein, aber diese Ranken blockieren den Weg. Falls ich sie nicht durchtrennen kann, muss ich einen anderen Weg finden. Ja, wir können sie nicht durchtrennen. Das ist klar, das ist Fakt. Also muss man einen anderen Weg finden. Und da reißen wir mal die Mauer ein. Ja, komm, komm schon. Ah. So. Wunderbar. So, und das hier können wir, glaube ich, auch einreißen. Oder aufreißen. Wir reißen es auf. Gut. Klettern. Ein alter Fahrstuhlschacht. Kennen wir ja aus Las Vegas. Da mussten wir auch ewig hochklettern. So, hier geht's rein.
Ein Raum ohne Ausgang. Toll. Aber eine Datenkonsole. Konsole. Genau, Aloy, genau. So, hören wir erstmal hier. Holoprojektor. Was haben wir denn hier? Ein Protokoll. Ich habe gerade mit der US Robot Command telefoniert. Die Zeit läuft uns davon. Hab mich nicht getraut, Harris zu sagen, dass unser Heilmittel schlimmer als die Krankheit sein kann. Auch wenn Diamantranken funktionieren, müssen wir noch beweisen, dass wir die Pflanzen wirksam eindämmen können. Aber Kabels Team arbeitet drüben bei Teststation Efeu daran. Er wird es schaffen. Ganz bestimmt. Diamantranken. Noch ein Geheimprojekt. Sie haben hier die Metallblumen und die Ranken gemacht, dann erfahre ich vielleicht, wie man sie zerstört. Mhm. Wenn ich Teststation Efeu finde. Und wie komme ich hier jetzt raus? Na also. Oh oh. Na toll. Die schon wieder. Wer auch immer die sind, sie wollen mich töten. Ich muss aufpassen. Ganz genau. Aber die sollten mal nicht vergessen, wenn sie uns töten wollen, dann ist es Notwehr. Okay, was machen die da unten? Ich kann die von hier aus nicht ausspionieren. So, wie kommen wir hier jetzt raus? Die Tür ist blockiert. Ich muss hier tatsächlich durch. Oh, fuck. Na dann, ab geht er. So, und rennen ins Gebüsch. Okay. Roter Tarnmodus. So, die haben irgendwas entdeckt. Und reden jetzt mit dem. Eine Barbarin ist auf dem Gelände, hat's an den Wachen vorbeigeschafft. Findet sie, erledigt sie und bringt ihren Kopf zum Leutnant. Verstanden! Mit der Diplomatie ist es wohl vorbei. Eine Barbarin? Ich bin doch keine Barbarin. Ihr seid Barbaren. Gut, Munition haben wir genug am Start. Na, das ist zu weit weg von dem Fass. So. Der wird erstmal schön infiziert hier. Den müssen wir uns noch markieren, den da auch. Wir sollten es lassen. Aber der hat nicht viel verloren, ne? So. Der wäre down. Steht er in dem Zelt oder dahinter? So. Okay, der ist weg. Wie habt ihr mich gesehen? Was denn Scheiß hast du? So. Ja, wo ist sie hin? Wo bin ich? Hm? Wo bin ich, mein kleiner Freund? Auf Wiedersehen.
So, erstmal alles looten. So, zack. Abhauen können wir immer noch. Noch eine Werkbank. Vielleicht können wir uns hier dann den Rankenschneider herstellen. Einfach mal sehen. Erstmal die Quest spielen und dann geht's weiter. So, apropos weiter. Da ist noch ein Gegner. Und in dem Zelt ist noch was Schönes Lilanes hier. Vergessen wir den Gegner zu markieren. So. Mist. Du hast mich, ja? Was hast du für eine Waffe eigentlich doch? Gut, können wir jetzt erstmal das hier holen? Diese Leute hätten mit mir geredet, statt mich anzugreifen. Ja, Aloy, so ist das. Ich muss irgendwie aus diesem Hof raus. Ja, wir gehen hier jetzt raus. Aloy, kein Problem. Berserker-Jägerpfeile sind jetzt für einen deiner Jägerbogen verfügbar. Feuere diese Pfeile auf menschliche oder Maschinengegner, um den Berserker-Zustand aufzubauen. Sobald dieser Zustand aktiv ist, greifen sie das ihnen am nächsten befindliche Ziel an. Geil. Okay, das erinnert mich jetzt sehr an Assassin's Creed Black Flag. Da hat man auch die Berserker-Pfeile. Und die haben quasi den Gegner rasend gemacht, also wütend gemacht. Und er hat dann alles angegriffen, was so in der Nähe war. Finde ich sehr, sehr cool. Berserker-Pfeile. Gut, verschaffen wir uns mal kurz einen Überblick. Den können wir noch looten. Da können wir was aufziehen. Den hätten wir auch mit dem Fass klein machen können hier. Die Tür sieht vielversprechend aus. Nice. Na dann, gehen wir hier mal rein. Hallo, guten Morgen. Jemand da? Ich ergebe mich. Oh. Tu, was du willst. Ich wollte nicht gegen deine Freunde kämpfen. Sie griffen mich an. Wenn ich nur durch den Tod dafür büßen kann. Ich werde dich nicht töten, okay? Ich will nur verstehen, was hier los ist. Woher hast du diesen Fokus? Ich gehöre zu den Auserwählten. Den Quen. Die Ahnen haben uns allein die Macht des Fokus hinterlassen. Das Auge, das das Vermächtnis zeigt. Das Vermächtnis? Das Vermächtnis? Die Wahrheit. Sie liegt in der Dunkelheit und den Ruinen. Zwischen der uralten Asche und den Knochen des Vergangenen, auf das es wartet. Als Wahrsagerin muss ich sie suchen. Zum Wohle meines Volkes. Du suchst nach Daten. Vielleicht können wir uns unterstützen. Wie heißt du? Alva. Zweite Wahrsagerin in der Ostexpedition. Ich bin Aloy. Fangen wir von vorn an. Tja, die Auserwählten, die Quen. Ich weiß nichts über die Quen. Unser Land liegt jenseits des großen Ozeans. Wir waren noch nie hier. Warum also jetzt? Unsere Heimat wurde von extremem Wetter verwüstet. Schreckliche Stürme und sengende Dürren, unsere Ernten fallen aus, unser Volk verhungert. Auf der Lösungssuche wurde vorgeschlagen, dass wir durch die mutige Überquerung des Ozeans nach Landfall des Vermächtnis vielleicht das Wissen erlangen, das unser Volk retten kann. Doch bisher entzieht sich uns das Wissen. Okay, Landfall des Vermächtnisses. Meinen die hier? Meinen die unsere Region hier? Dein Volk nennt diesen Ort also Landfall des Vermächtnis? Nein, in Landfall sind wir angekommen. Im Westen, im Schatten der versunkenen Stadt, der zerstörten Brücke. Du meinst San Francisco? Ja, du kennst das Vermächtnis gut. Der Ort war für die Ahnen von großer Wichtigkeit. Wir hatten gehofft, dort ihre Geheimnisse zu erfahren, doch die Türen sind bisher verschlossen.
Aber wir entdeckten dort Daten, die uns hierher führten. Vielleicht unsere letzte Chance. Um etwas zu finden, das eure Ernten und euer Volk rettet. Ja. Wenn die Ahnen uns noch einmal gewogen sind. Oha. Okay, woher hat die Fokus? Du sagst, die Ahnen hinterließen deinem Stamm den Fokus. Ja. 13 Wahrsager besaßen diesen hier, seit er in unserer Heimat in den Ruinen entdeckt wurde. Ich trage ihre Namen in meinem Gedächtnis. Du hast also einen, aber keiner der Soldaten da draußen. Jeder hat seine Aufgabe. Die Aufgabe der Wahrsager ist es, das Vermächtnis zu suchen, die Weisheit der Ahnen zum Wohle aller zu deuten und zu beschützen. Also wissen nur die Wahrsager, wie man einen Fokus benutzt. Nicht mal die Herrscherfamilie und sicher keine Soldaten. Wie viele Wahrsager gibt es denn? In Landfall nur eine kleine Gruppe. Zu Hause ein paar Dutzend mehr. Schätze ich. Das wissen nur die Aufseher und ich gehöre nicht zu ihrem Rang. Okay. Frage. Wenn die alle einen Fokus haben. Na, und Fokus wissen wir ja jetzt. Ehrend und Wahl. Und wir haben ja auch alle einen. Die sollen ja jetzt lernen, was Gaia ihnen halt so beibringt. Wenn das jetzt so eine Gruppe ist, die alle den Fokus haben und kennen und einsetzen können, wäre es nicht einfacher, mit denen zusammenzuarbeiten? Ich meine, ne, viele Hände schaffen doch mehr als nur die zwei von Aloy. Ihr nennt also die Daten aus der Vergangenheit Vermächtnis? Ja, alles, was nicht verloren ist oder verboten. Was bedeutet das? Alles, was wir lesen können und das, was erlaubt ist. Okay, verstehe ich nicht ganz. Aber gut, wofür benutzt ihr denn die Daten? Die größten Geheimnisse sind die, die das Leben vieler verbessern. Wie man Pflanzen anbaut, wie man Fluten zurückhält oder sogar das Meer überquert. Technologie. Das suche ich hier. Technologie, die meinem Volk zu Hause hilft. Na, wir suchen ja auch Technologie, wir suchen was, damit wir diese Metallblumen aufbrechen können. Die Soldaten, sie schossen auf mich ohne Warnung. Warum? Es ist die Pflicht der Quen, das Vermächtnis zu suchen und es vor den Dummen und Neidischen zu schützen. Also du erscheinst nicht dumm. Aber zu Hause wollen uns andere Stämme Böses. Es hieß, das Gleiche gelte auch hier. Sagt das euer Vermächtnis? Das Vermächtnis ist wahr. Aber es wurde schon oft falsch gedeutet. Ich hoffe, die Zeit und die Weisheit der Ahnen führen uns auf den richtigen Weg. Ja, das hoffe ich auch. Okay, jetzt fragen wir sie mal, wenn sie jetzt schon so ein paar Minuten länger hier ist als wir, ob sie was Nützliches gefunden hat. Ich suche einen Ort in diesem Komplex namens Teststation Efeu. Hast du diesen Namen irgendwo gesehen? Nein. Ich habe etwas entdeckt, das wie eine Karte aussah. Aber sie war unlesbar. Verloren. Vielleicht werde ich ja daraus schlau. Da. Jede Menge Dateien. Ich habe sie durchgesehen. Schau im Abschnitt TH-Anlage. Wie gesagt, verloren. Du siehst die Karte nicht? Oh. Dein Fokus ist ein frühes Modell. Dein Betriebssystem kann Dateien von nach Mitte der 2050er nicht lesen. Aber ich kann sie mit dir teilen. Sie teilen? Du siehst das Verlorene und Verbotene. Weder verloren noch verboten, nur ein neueres Format. Da, dort muss ich hin. Aber das geht nicht. Wir versuchen seit einer Woche tiefer in den Komplex zu gelangen. Der Weg ist durch Geröll blockiert.
Was ist mit dem Tunnel? Er wird von hier freigeschaltet. Nein. Ich hielt Dida für eine Art Zugangskontrolle, aber ich konnte nicht genug Daten zum Bedienen lesen. Versuchen wir es mit meinem Fokus, okay? Diese Konsolen sollten wohl synchron bedient werden, aber ich bin nicht sicher. Gut, na dann. Okay, dann mal los. Ich folge dir. Die Ahnen haben uns den Weg gezeigt. Na los, gehen wir. Ich soll mit dir mitkommen? Wir mussten den Tunnel doch zusammen öffnen, oder nicht? Und außerdem bleibst du nicht hier, weil ich Angst habe, dass du mir in den Rücken fällst. So, Freunde, nächste Folge gehen wir dann da rein. Wir nehmen die kleine Quen-Wahrsagerin mal mit. Mal schauen, ob es uns nützlich werden kann auf der Suche nach Demeter. Und ihr seid dann hoffentlich wieder dabei, dran geblieben. Reingehauen, liebe Grüße, euer Hopp.